Fritz Genkinger wird 1934 in Tübingen geboren und wächst in Nürtingen auf. Im Frühjahr 1957 macht er sich auf den Weg nach Karlsruhe zur Kunstakademie. Dort studiert er in der legendären Meisterklasse von Haab Grieshaber. Nach dem Studium lässt er sich als freischaffender Maler in Karlsruhe nieder und siedelt 1968 nach Stuttgart um. Ab 1974 lebt er über 20 Jahre lang in Marbach-Rehlingshausen, wo auch wichtige Werke entstehen, bevor er sich dann 1995 zurückzieht auf die Schwäbische Alb nach Böttingen. Wer war dieser Fritz Genkinger, der zu den wichtigsten Malern des Grieshaber-Kreises gezählt wird? Auf der Suche nach einem eigenen, unverwechselbaren Stil kommt Fritz Genkinger seine Liebe zum Fußball zugute. In den Sportbildern handelt es sich um Gleichnisse, metaphorische Umsetzungen von Vorstellungen über unser Dasein, Anspielungen auf die Dramen des Lebens, die man im Sport finden kann. Elegante Verspieltheit, das Überwinden von Hindernissen, die Bewegung im Raum, das Ringen um den Sieg, Triumph und Niederlage. Durch eine Ausstellung mit seinen Sportbildern im Württembergischen Kunstverein in Stuttgart gelingt ihm der künstlerische Durchbruch. Nach dem großen Erfolg seiner Sportbilder entscheidet sich Fritz Genkinger nicht, der Verführung durch die kommerzielle Kunst nachzugeben, sondern den unbequemeren, aber ehrlichen Weg in die freie Kunst zu gehen. Genkinger sagt: Es scheint, als fürchte sich der heutige Mensch vor der Freiheit. Sonst müsste er doch nicht in der Kunst, also dem vielleicht letzten Gebiet, wo Freiheit noch möglich ist, dem Künstlerischen auch noch Grenzen auferlegen, Verbote und Gebote in den Weg stellen, der doch eigentlich ins Grenzenlose weist. An seinem neuen Wohn- und Arbeitsort in Böttingen auf der Schwäbischen Alb entdeckt er bei seinen Spaziergängen den Böttinger Marmor. Die unterschiedliche Formation dieses Gesteins animiert ihn zu den sogenannten Schichtbildern. Diese Schichtbilder sind zum Bild und zur Kunst gewordene Menschengeschichten. Fritz Genkinger sagt: Wir sind mit unserer persönlichen, individuellen Geschichte eingebettet in unsere Familiengeschichte, in die Volks- und Stammesgeschichte, in die Menschheit- und Erdgeschichte, in die Geschichte des Kosmos, sowie die bekannte Puppe in der Puppe. Fritz Genkinger war nicht nur Maler, sondern auch Musiker. Er baute Flöten aus allen erdenklichen Materialien und erhob sie damit ebenso zur Kunst. Der Freundeskreis hat sich im Jahr 2015 mit dem Künstler zusammen für den hiesigen Standort des Fritz Genkinger Kunsthauses im Göckelhof 6 in Marbach entschieden. Leider stirbt Fritz Genkinger nach schwerer Krankheit im August 2017 und konnte die Eröffnung des Kunsthauses nicht mehr persönlich miterleben. Aber er wusste um die neue Schicht des Kunsthauses, wo nun sein künstlerisches Vermächtnis eine Bleibe findet. Ein Schlüsselloch, das man nicht nur betrachten kann, sondern man kann auch durchschauen und in die Welt der Bilder von Fritz Genkinger eintauchen.